Willkommen zurück in der Schmackokalypse und dem Project Zomboid, liebe Freunde. Nach 2 Wochen, jedenfalls waren es jetzt für mich 2 Wochen, kann ich endlich wieder mit dem Tollfuß Schmollfuß in diesem Let's Play weiterspielen. Ich freue mich sehr darauf. Es hat leider nicht früher geklappt, aber jetzt kann ich wieder einige Folgen aufnehmen und ich weiß mittlerweile natürlich nichts mehr. Ich habe mir das letzte Video angeguckt. Wir müssen hier oben irgendwo eine Tanke haben. Müssen dort unser Auto auftanken und mal schauen, dass wir hier einfach mal einen vollen Tank bekommen, um ein bisschen Puffer zu haben. Und der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Wasser sammeln, ein bisschen Generator sammeln und so weiter. Wir sind aktuell bei Tag 7, 7 schon. Wir sind schon bei Tag 7 angekommen. Ich hatte gestern meinen neuen Rekord, der immer noch läuft, also immer noch gültig ist im Livestream, mit 15 Tagen. Da ist mittlerweile das Wasser weg. Wir haben einen Generator gefunden. Wir sind sehr gut gewappnet. Und dahin will ich jetzt auf alle Fälle auch mit diesem Let's Play hier. Und ich würde sagen, wir werden gar nicht viel Zeit jetzt hier vertrödeln. Wir suchen uns jetzt eine Tankstelle. Hoffentlich eine, die nicht zu sehr von Zombies überrannt ist. Oh Gott, das geht ja schon richtig gut los. Hier oben ist ja schon die Hölle los. Und dann gucken wir mal, wo hier vielleicht, hier ist schon mal keine Tankstelle, wo hier vielleicht eine Tankstelle sein könnte. Ja, auch nicht. Ah, hier oben vielleicht. Nope, auch keine Tankstelle. Oh, ein bisschen aufpassen. Unser wunderbares Auto, das richtig, richtig viel Platz im Kofferraum hat, ne? Das muss noch lange herhalten. Hier ist auch keine Tankstelle, aber es ist ein schönes Auto hier. Das hätte ich gerne. So, ist hier unten eine? Nein, auch keine. Meine Güte, Leute. Ah, hier oben ist eine. Ich sehe eine. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir nur die ganzen Zombies loswerden, die mir hier mit dem Auto natürlich nach... Oh Gott, ist hier viel los. Hohoho. Es sind so viele Leute da. Die Frage ist, was machen wir? Was machen wir? Ziehe ich die jetzt irgendwie weg? Kümmern wir uns um die, machen wir hier oben ein kleines Massaker, aber das sind einfach zu viele. Ich kann doch nicht so viele Zombies jetzt hier verprügeln. Ich fahre mal ein bisschen hier raus, ob hier vielleicht ein bisschen weniger los ist hier vorne. Aber selbst hier. Ach du meine Güte, das nimmt kein Ende. Okay, wir machen das mal so. Nee, nicht aussteigen. Motor aus. Aussteigen, natürlich. Und gleich gebissen werden. Und das hat ja richtig gut geklappt. Bin ich verletzt worden? Nein. Alles gut? Alter. Soll ich denn die jetzt alle abwehren? Ich werde jetzt einfach mal meine Axt hier einsetzen. Damit die einfach alle schnell tot sind. Och, du meine Güte, das sind zu viele. Das sind zu viele. Das sind zu viele Leute. Das, wie soll ich denn das machen hier? Was wir machen könnten jetzt... Oh, das, das hätte ich eigentlich schon früher machen können. Wir parken das Auto unten, ziehen alle Zombies dann hier hoch. Hier ist auch so viel los. Und verziehen uns dann quasi durch den Wald zurück. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre jetzt aktuell so der Plan. Dass wir uns dann durch den Wald durchdrücken. Aber jetzt habe ich natürlich mein Auto nicht da, wo ich es haben möchte. Na gut. Aber dass wir ein bisschen so den Blickkontakt brechen. Oh, das ist jetzt eine gefährliche Situation hier gleich am Anfang. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Leute. So, hier vorne die 3. Oh, und die 10 hinter mir. Okay, ich gehe mal kurz zum Auto. Wir fahren mal mit dem Auto in Richtung Tankstelle. Oh Gott, wir brauchen halt die Tankstelle. Das ist das große Problem. Also wir bräuchten es eigentlich nicht, aber wir wollen es haben. Steigt doch ein. Wieso steigt er denn nicht ein? Meine Güte. Du bist ja lustig hier. Da steht er noch herum und macht nichts. Also wir parken mal unser Auto unten an der Tankstelle und dann ziehe ich die irgendwie weg. Weil wenn ich hier mit dem Auto herumfahre, es ist einfach viel zu laut. Es ist einfach viel zu laut. Boah, hier sind ganz schön viel.
So, einmal kurz hier Auto parken. Dann Motor aus, aussteigen. Und dann die Leute hier willkommen heißen. Ich hoffe, meine Ausdauer hält hier durch. Wir sind ein bisschen hier eingeschränkt. Da kommen noch die von hier oben. Natürlich kommen die noch mit. Aber dann geht ihr alle jetzt mal mit mir mit, Leute. Und ich hoffe, ich bin noch einigermaßen schnell genug, um den Zombies zu entweichen. Und dann, ich gehe jetzt einfach ganz weit hier hoch. Und dann geht's wieder runter. Dann gehe ich durch den Wald wieder zurück. Und dann muss ich doch hier irgendwie den Leuten entkommen können. Wir sind ein bisschen durchgeschwitzt. Das liegt halt auch daran, weil es aktuell hier ein bisschen warm ist und wir die dicken, fetten Klamotten tragen. Was habe ich denn so alles dabei? Ich habe schon Zigaretten, das ist schon mal gut. Feuerzeugen, Fachzeitschriften, schon gelesen eine. Benzinkanister können wir gleich noch auffüllen. Schlagstock. Na gut, also ich ziehe die jetzt alle hier hoch. Und dann müssen wir oben nördlich, das gibt's doch nicht, wie viel sind denn hier? Dann werden wir hier oben irgendwo nördlich abbiegen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin. Ich habe einen Arsch voller Zombies hinter mir. Ich will mich gar nicht umdrehen jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Das heißt, jetzt irgendwie durch den Wald hier durch. Wahrscheinlich durch den Wald hier durch. So, also, wir gehen mal hier rein, dass mich die schon wieder hier gesehen haben. Was ist da denn los? Ich laufe jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich dadurch natürlich noch mehr schwitze und nass werde. Aber ich glaube, dass das jetzt ein guter Plan ist, um dann jetzt hier wieder zurückzukommen. Die können doch nicht mehr mich jetzt hier schmecken oder hören. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit, Leute. So, und um die Kleinen hier unten, um die kümmern wir uns dann. Um den hier zum Beispiel. So. Ach du meine Güte, sag ich da nur. So, komm her. Will gar nicht viel Zeit verlieren. Die Tankstelle ist hier vorne, da sind immer noch so viele da, die leider nicht mitgegangen sind. Aber wenn die unten in der Ecke bleiben, dann ist erstmal alles gut. So, ich bin nicht überladen momentan, das ist gut. Wir können auch einfach nur ganz schnell jetzt mal unseren Benzinkanister befüllen. Ah, hier ist nochmal einer. Mal schauen, ob die Taktik jetzt hier funktioniert hat. So, hier ist ein zweiter noch. Jeder einzelne Zombie, ich sag's immer wieder. Oh, das war knapp. Jeder einzelne Zombie, den wir hier erledigen, ist ein Zombie, um den wir uns nicht mehr kümmern müssen. So, ich schleiche mal lieber. Dann befüllen wir unseren Benzinkanister. Das ist erstmal das Wichtigste. Damit wir wenigstens, wenn wir jetzt flüchten müssen, wenigstens einen vollen Benzinkanister haben. Dann packen wir den hinten rein. Erstmal durchatmen. Wir haben ein bisschen Hunger. Kann ich jetzt das Auto? Ich weiß, dass man das Auto auch direkt tanken kann, wenn man in der Nähe steht. Aber ich fürchte, ich bin jetzt zu weit weg. Ich bin jetzt leider zu weit weg, Leute. Und hier stehen immer noch die Zombies. Ich würde jetzt fast sagen, ich habe das gelernt in den unzähligen Streams, die ich gemacht habe. Mittlerweile zu Project Zomboid. Ich würde jetzt eher vorsichtig vorgehen. Wenn ich das Auto jetzt hier starte, dann kommen die ganzen Zombies hier an. Na, wenn ich hier anfange zu rangieren, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte die Zombies hier weglocken. Und möchte die jetzt hier quasi... Aber wisst ihr, wir könnten natürlich das auch anders machen. Ich fülle jetzt einfach hier den Kanister ein. Wieso nicht einfach so? Und... Kann ich denn hier... Moment. Ich würde gern meinen bestehenden... Achso, den habe ich ja nicht mehr im Inventar. Dann machen wir es ein bisschen aufwendiger.
Und wir füllen jetzt einfach aus dem Kanister unser Auto, bis es voll ist. Dann füllen wir den Kanister nochmal auf. Und dann müssen wir hier nicht rangieren. Vielleicht, dass wir hier noch ein bisschen erkunden. Tankstelle gibt es ja bestimmt das ein oder andere, was wir nutzen können. So, gleich nochmal auffüllen. Oi, 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 was für eine Stressfolge. Ich dachte, ich fahre jetzt hier bequem hoch und hol mir ein bisschen Treibstoff und dann wird hier ein bisschen Sightseeing gemacht und so weiter, ne? Aber dass hier so viel los war, Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, alles reinfüllen, was da ist. Mach die Haube voll hier. Na gut. Was ich auch gerne noch machen möchte, ist mir ganz viele Töpfe zu besorgen. Das habe ich auch jetzt im letzten Stream gelernt, als das Wasser dann weg war. Und einen Wasserbehälter. Es gibt ja so Wasserbehälter. Ich glaube, in der Bank ist einer, wenn mich nicht alles täuscht. Und irgendwo in so einer, das war aber in einer anderen Region. Das war in der Polizeistation jetzt, soweit ich noch weiß. So, ist der schon jetzt voll oder? Wie geht denn da in so ein Auto, Mensch? Und so einen Wasserkanister, quasi so einen Wasserbehälter, den würde ich mir gerne mitnehmen. Platz hätten wir ja im Auto. Also das wäre schon auch was hohe Priorität hat. Ich weiß leider nicht mehr, ob wir in diesem Durchgang schon das Generatorfaltblatt gelesen haben. Im Livestream war es noch nicht so. Das heißt, ich hatte einen Generator, hatte aber leider nicht die Möglichkeit, den jetzt irgendwie zu nutzen. So, wir sind auch durstig. Habe ich nichts mehr zu trinken mit dabei jetzt? Ich denke, ich habe jetzt so viel. Ja, ich habe jetzt so viel verbraucht. Wir müssen unbedingt in die Tankstelle jetzt. Okay, also in diesen Dings geht echt viel rein. So, der Kanister ist fast voll noch. Ich muss den leider komplett füllen jetzt. So, es hat ungefähr 100 Milliliter haben gefehlt im Kanister, aber ich musste ihn trotzdem füllen. Das ist einfach so. Können wir hier noch was ablegen, was ich aktuell nicht gebrauchen kann? Das Feuerzeug zum Beispiel, weil wir aktuell Streichhölzer haben. Die Fachzeitschrift hier, die kann liegen bleiben. Die kann man noch lesen. Chips, Bindfaden, Beta-Blocker, hier so Axt und so weiter. Schlagstock. Schlagstock brauchen wir auch noch. Na gut, wir gehen mal rein. Wir haben ja auch noch die Tasche. Ist in der Tasche was? In der Tasche sind unsere Notversorgung. Brauche ich denn das alles? Muss ich denn das alles mitschleppen? Auf der anderen Seite, es sind nur 4 Kilo. Also nicht so dramatisch. Wir gehen jetzt mal hier runter. Werden jetzt mal versuchen, die Zombies hier wegzulocken. Ja, sind auch so viele wieder da. Ist das denn hier überhaupt das Tankstellengebäude? Ich habe hier das Gefühl, das ist ein ganz normales Haus momentan. Ich werde mich mal hier anschleichen und wir müssen uns einzeln um diese Kollegen hier kümmern. Vielleicht mal kurz noch was essen. Was uns vielleicht ein bisschen... ich habe leider nichts, was uns auch ein bisschen trinken gibt. Und rauchen müssen wir auch noch eine. Bevor wir uns jetzt hier an diese Zombies wagen hier unten. Die mich noch nicht gesehen haben. Es ist 16.40 Uhr aktuell. Also notfalls. So, da kommen die ersten. Notfalls können wir auch noch im Auto schlafen. 2 Stück. Durchatmen, Leute, durchatmen. So, 2 im Sack, da waren es nur noch 4, die auch jetzt, da kommen wieder 2. Nein, die bleiben stehen.
Oh, habe ich jetzt geschrien laut? Nee, ich bin ja im Schleichmodus, alles gut. So, jetzt kommt einer, das ist schon mal gut. Die hier drüben, die können wir uns vielleicht sogar sparen. Aber dieses langsame Vorgehen, ne, das müssen wir jetzt einfach machen. Weil wenn ich hier wieder einfach nur blind runterlaufe, dann ist der Durchgang vorbei. Und ich habe keinen Bock, dass der Durchgang vorbei ist. Wie man sich vielleicht auch vorstellen kann. So, da kommt nochmal eine und dann waren es nur noch zwei. Vielleicht, dass man nach hier unten auch schlafen kann. Es sieht aus wie ein normales Wohnhaus, nicht wie ein Tankstellengebäude. Oh, das ist natürlich richtig doof, dass die jetzt wieder aufsteht. Das war natürlich richtig doof jetzt. Karte von Maldro. Ich lese die mal wieder. Ich habe immer noch nicht gelernt, wo welche Region ist und wo wir uns befinden und was auch überhaupt hier los ist. Ich lese einfach immer alle Karten. Ja, wunderbar. Nochmal einer und der andere. Dann sind wir hier durch. Hat der was im Rücken stecken oder ist das einfach nur ein kaputtes T-Shirt? So. Und der letzte Kollege. Und dann wartet da oben ein fertig aufgetanktes Fahrzeug. Ich weiß nicht mehr, wie der Status ist unseres Fahrzeugs, aber ich habe die Vermutung, es war das nicht komplett 100% oder so, dieses Fahrzeug? Ich dachte eigentlich. So, das hier unten sieht nach Toilette aus. Das heißt, dort füllen wir gleich mal unsere Flasche auf. Aber zuerst noch ganz kurz hier das Auto prüfen. Wahrscheinlich gleich Alarmanlage, ne? kann ich hier einmal einschlagen? Hat das irgendjemand gehört? Ah, die kommen jetzt schon verdächtig nahe hier runter, Mensch. Die kommen schon verdächtig nahe hier rein. Zigaretten, okay. Zeitschrift nehme ich mal mit. Bandage nehme ich auch mit. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr wirklich. Was habe ich denn jetzt hier? Achso, Symbol. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie gut wir ausgestattet waren in dem Durchgang. Aber ich glaube, der lief gar nicht mal so schlecht, wenn mich nicht alles täuscht. So, bereithalten. Türe auf. Ach, jetzt ist die Tür zu, Mensch. Na gut, hier ist offen. Das ist schon mal gut. Befülle die Flasche, bitte. Hat gleich vier Einheiten hat er gleich geschlappert jetzt hier. Meine Güte. Vier Einheiten hat er sich gleich hier geholt. Ja, und dann gehen wir mal hier rüber. Also vielleicht sieht es auch nur so aus. Ah doch, es ist ein ganz normales Tankstellengebäude. Mit offenbar wieder ganz viel zu essen. Vielleicht dem einen oder anderen Zombie. Ich nehme wieder alles mit. Wir können uns das leisten. Wir haben das Auto direkt daneben. Und wie gesagt, da ich nicht weiß, wie viel ich zu Hause habe. So, hier geht es nochmal eine Ebene hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ja, ich weiß, ich bin jemand, der viel zu viel plündert auch immer. Weil ich immer nicht, ich kann immer nicht alles liegen lassen. Das ist das große Problem bei mir. So, Orangenlimonade, ein paar so neue Flaschen wären auch ganz gut. Also wenn wir Flaschen finden, wäre das gar nicht verkehrt. Sonnenblumen-Saatgut. Naja, ich lasse das Saatgut mal hier. Die Erdnüsse nehmen wir mit. Vielleicht können wir da ein bisschen Essen verfeinern. Schokolade natürlich auch. So, und die Brause hat uns im Livestream auch schon mal ganz gut geholfen. Hier geht's wieder raus. Als wir, ja, als das Wasser halt weg war, ab und zu mal eine Brause trinken, das hat schon ganz gut geholfen. Auf der anderen Seite, so richtig viel Probleme mit Wasser hatten wir eigentlich nicht.
weil da überall noch ein bisschen Wasser hinterlegt ist. Und man dann quasi schön aus der Toilette oder aus der oder schön aus dem Waschbecken oder vor allem aus der Badewanne. Badewanne ist sehr ergiebig an Wasser. Ja, super, lauter Flaschen hier, perfekt. Richtig gut, Leute, richtig gut. Das hat sich schon mal gelohnt. Wir bringen mal alles jetzt hier rüber. Und packen das, ah super. Einfach, wir füllen nämlich jetzt alle Flaschen dann auf, beziehungsweise haben die ja dann aufgefüllt, weil die ja noch voll sind. Und dann haben wir, wenn das Wasser weg ist, haben wir hier irgendwie 10 Flaschen dann. Und das ist schon mal richtig gut. So, die Comic-Hefte, ich nehme die mal mit, die Zeitschriften, falls uns zu Hause dann langweilig wird. Sind jetzt bei 23, 24 Kilo. Ich würde gern alles leer räumen, bevor wir dann zum Auto zurückkehren, damit wir nicht nochmal runterlaufen müssen. Oh, also Wasserflaschen, holla die Waldfee, das ist ja ein Mekka der Wasserflaschen hier. Hier geht's raus. Oh mein Gott, das nimmt ja überhaupt kein Ende jetzt. Ach du meine Güte, so viel Flaschen. Das ist ja Wahnsinn. Wir können die komplette Apokalypse überleben, nur alleine mit unserem derzeitigen Wasservorrat. Das ist richtig gut. Was wir machen ist, wir gehen jetzt mal kurz zurück, legen ab und müssen dann nochmal kurz hier reinkommen. Und dann gehen wir noch ein Stockwerk höher. Mal gucken, wo unsere Freunde sind. Die stehen natürlich jetzt direkt beim Auto. Ich fürchte fast, also ich muss auf alle Fälle schleichen hier oben. Aber ich fürchte fast, wir kommen nicht um einen Kampf herum. Das Problem ist, ich bin jetzt so überladen. Ich hoffe, ich kann den Kampf starten, wenn ich hier alles abgelegt habe. Dass die jetzt genau hier vorne stehen. Wir schleichen uns mal übers hintere Auto an. Oh, da kommt der erste schon. Da kommt der erste schon. Ich packe jetzt einfach mal alles rüber, Leute. So, und verziehen uns dann gleich mal jetzt weg. Fall halt um. Wie halt einfach nicht umfällt. Jetzt fällt er um. Shit, jetzt kommen alle. Jetzt kommen natürlich alle. Okay, dann machen wir das anders. Das ist jetzt keine gute Lösung. Aber ich werde die jetzt mal hier ins Haus locken. Dann kommen wir halt nicht mehr in die oberste Stufe hoch. Was kann da noch großartig Gutes und Tolles sein? Wir gehen jetzt hier rein und gehen auf der anderen Seite hinten wieder raus. Und versuchen die jetzt zu umgehen. Auch du meine Güte hier. Mensch, 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 Mensch. So, Türe zu. Wir gehen hinten raus. Und hoffen mal. Ach, du meine Güte. Jetzt stehen hier auch nochmal zwei. Ach, du meine Güte, jetzt wird's. Aber jetzt, ich kann nicht mehr laufen. Jetzt wird's kritisch. Uiuiui. Und die Folge ist auch schon fast zu Ende. Ich mache jetzt einen Cut, damit wir hier einen Cliffhanger bekommen. Nee, mache ich natürlich nicht. Wir müssen uns schnell ins Auto setzen, Leute. Ich habe gehört, im Auto, wenn du sitzt, hast du keinerlei Belastung mehr. Oh, die sind aber schnell unterwegs hier. Die sind schnell unterwegs. Ich kann nicht mehr richtig laufen. Oh, was für eine richtig assige Situation momentan. Die schlagen mir jetzt bestimmt hier die Bude ein. Ich versuche doch ganz leicht in Trippelschritten ein bisschen Luft herauszuholen. Und dann setzen wir uns hier sofort ein. Jetzt spring an. Yes. Och, du meine Güte. Macht's gut, ihr Sacker. So. Ach, du meine Güte. Erstmal durchatmen. So. Jetzt mache ich aber eine Cut, liebe Leute. Und werde mal kurz dann hier wahrscheinlich mich auf den Weg machen nach Hause. Da könnt ihr gerne noch mit dabei sein. Aber für diese Folge ist es jetzt erstmal wieder vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten. Ach, da kommt die ganze Masse hier.